Guten Morgen. So, wir sind jetzt am Carpark für den großen Wasserfall und einmal bitte einen Blick auf Caros Outfit. Diejenigen, die schon mal in Neuseeland waren, wissen, das nennt sich Kiwi Style. Sehr effektiv gegen Sandflies. Unsere beiden Hitchhiker haben wir jetzt auch abgeliefert und ja, jetzt sind wir zu, dass wir zu diesem Wasserfall kommen. Wir werden wahrscheinlich vorher nochmal auf eine Karte gucken müssen, weil hier gibt es viele Wanderwege und insgesamt, wie gesagt, 10 Kilometer hin und zurück. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier länger als 3 Stunden brauchen für 10 Kilometer hin und zurück. Gut, wir sind wieder zurück. Also lohnt sich auf jeden Fall mal hinzufahren. Wir werden jetzt das Zelt einräumen, beziehungsweise das Auto wieder einräumen. Und danach geht es weiter Richtung Norden. Wir haben mal geschaut, das Wetter soll gut werden für uns. Also, Also besser als hier ja. eigentlich. Wir haben hier total die Kaltfront erwischt. Also wärmer als hier, obwohl das viel weiter im Norden ist. Das sind ja nochmal knapp 900 Kilometer oder so. Ja. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass es wirklich so wird, weil das wäre echt cool, wenn wir echt geiles Wetter dort hätten und wir uns da nicht den Hintern abfrieren. Gut, also wir packen da mal ein und melden uns dann später wieder. Oh Gott, das ist ein echtes Rentierfell. Guck mal, wie dicht das ist. Oh, ein echtes Rentierfell. Oder irgendwas. Irgendein Fell ist das. Stark von Rentier. Oh mein Gott, ist das dicht. Also, herzlich willkommen. Wir sind in Lappland, in Wilhelmina, ne? So heißt dieses Kaff Ja. hier, Wilhelmina. Befinden uns gerade, glaube ich, in diesen typischen Hütten, diese kegelförmigen von Lappland. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber ich glaube, das ist die nördlichste Region von Schweden. Relativ nah am Polarkreis. Sind wir eigentlich schon über dem Polarkreis oder noch unter? Wahrscheinlich gerade noch unter. Naja, hier geht dann um 2 Uhr morgens die Sonne wieder auf. Also da bin ich auch mal gespannt. Ja. Also nachts wird es hier schon empfindlich kalt, 3 Grad Oh. für so 5 Stunden oder so. Fucking cold, man. Aber Caro hat ja extra eine neue Jacke. Sie sieht aus wie das Michelin-Männchen, da kommen schon Federn raus. Puh. Ja, wie gesagt, es wird nachts kurz mal kalt für so 3, 4 Stunden und dann geht die Sonne wieder auf und dann hat es halt wieder 12 Grad, wenn es gut läuft. Und es ist hier gefühlt wie April, Ja. weil es regnet mal kurz, dann scheint wieder die Sonne. An alle Brandenburger da draußen, was findet ihr an Schweden so toll? Also fast alle Deutschen, die ich bisher gesehen habe, waren entweder aus Sachsen oder aus Brandenburg. Ja. Also ganz wenig Westdeutsche. Also alle Brandenburger und alle Sachsen, was findet ihr an Schweden so toll? Alle Westdeutschen, warum kommt ihr nicht hierher? Dann sehen wir mal zu, dass wir hier was zu essen organisieren. Machen. Machen. Genau, machen. Das erste Rentier, die erste Rentiersichtung. Ja, mitten auf der Gas. Hi. Okay. Der chillt halt auch einfach mal. Nicht schlecht. Hallihallo, Hallöle. Herzlich willkommen in Gällivare, genau, ich muss so kurz überlegen. Gällivare, das ist Nordschweden, nördlich des Polarkreises.
Also wir sind jetzt offiziell, glaube ich, ich mache jetzt mal gefährliches Halbwissen, in der Arktis. Und dementsprechend ist es auch hier warm bzw. kalt. Also wir haben jetzt, glaube ich, gerade 7 Grad. Es ist bedeckt. Himmel, ihr seht, ist grau, sehr grau. Und ja, es ist halt echt ungemütlich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das Gute ist, es wird nicht kälter wahrscheinlich. Also es bleibt bei diesen 7, 6 Grad, was für Hochsommer echt ganz schön heftig ist. Wetter soll jetzt für den Kungslegen der erste Tag so bleiben. Zweiter Tag richtig mies werden, dritter Tag, naja, vierter, fünfter Tag richtig gut. Wir haben das jetzt auch organisiert, also wir fahren da morgen im Bus um 8.30 Uhr hin. Das ist eigentlich ganz, ganz cool geregelt, dass das so läuft. Setzen dann mit dem Boot über und fangen dann an zu laufen. Was ich ein bisschen schade finde, Tag 3, da wo das Wetter nicht ganz so doll ist, wollten wir eigentlich auf den Berg hoch. Das ist so das Highlight schlechthin angeblich. Es ist auch eine kurze Tour, es sind 15 Kilometer hin und zurück, also von daher nicht so dramatisch. Da lässt du halt deine Sachen und dein Zelt da stehen und fertig, Punkt aus. Allerdings, wenn das Wetter halt nicht mitspielt, dann ist das halt echt ein bisschen schade, aber gut. Wir werden es mal absehen, vielleicht ändert sich ja sowas auch. Wir werden jetzt gleich erstmal unsere Rucksäcke packen, so Probe packen, mal gucken, was dabei rumkommt. Eine Karte habe ich uns auch organisiert. Karo geht es nicht ganz so gut. Bin mal gespannt, wie das jetzt so wird. Und Karo, sag mal was zu den Temperaturen hier. Also es ist jetzt nicht super kalt, aber es ist halt irgendwie nass und ungemütlich. Ich habe gerade gesagt, es ist super kalt. Ja, es ist super kalt. Danke. Wir üben das nochmal. Ja. Ja, aber wir sind auf jeden Fall nördlich des Polarkreises und das ist für mich das erste Mal, muss ich gestehen. Du warst auch noch nicht hier oben, ne? Also nördlich des Polarkreises, Zelten. Wer von euch in Deutschland hat das schon mal nachgemacht? Schreien alle, ja, unbedingt. Ja, unbedingt. Macht das uns nach. Es ist, seht, es ist Freibadwetter. Toll. Ja.